Eine neue Technologie verändert die Welt von Grund auf. Die Atomspaltung. Zwei Supermächte beherrschen die Welt und belauern sich jahrzehntelang in einem Zustand zwischen Krieg und Frieden. Dies ist die Geschichte des Kalten Krieges, als die Erde oft nur einen einzigen Knopfdruck von der totalen Zerstörung entfernt war. Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. Unter der Rivalität der beiden politischen Systeme leiden Millionen von Menschen. Jahrzehntelang lebt die gesamte Menschheit in permanenter Angst vor einer ultimativen Konfrontation der beiden Weltmächte. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. Im Januar 1961 wird John F. Kennedy als jüngster gewählter Präsident in der US-amerikanischen Geschichte vereidigt. Er geht mit einem neuen Ansatz an die Frage der Spannungen zwischen Ost und West heran. We offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction engulf all humanity, planned or accidental self-destruction. Auf Initiative Österreichs treffen sich Kennedy und der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow im Juni 1961 zu einem Gipfel in Wien. Разрешите, господин федеральный президент, поблагодарить вас за теплую встречу, за добрые слова в адрес Советского Союза, нашего народа. Doch schon bald danach schlägt die freundliche Kooperation in knallharte Konfrontation um. 140 Kilometer vor Florida provozierte Castros Kuba die USA dazu, die Insel schließlich unter Quarantäne zu stellen. Luftaufnahmen zeigen die Präsenz offensiver russischer Atomwaffen auf kubanischem Boden. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Ein gewagtes Spiel, auf das Präsident Kennedy umgehend reagierte. Er ordnete an, die Flotte solle jedes Schiff an der Weiterfahrt hindern, mit dem diese Aggression ausgebaut würde. Die Raketenstellungen sollten eigentlich geheim bleiben, aber sie sind riesengroß. Und so wusste jeder in Kuba, dass da was vor sich ging. Die durch die Stationierung ausgelöste Kuba-Krise führt zur bislang brenzligsten Situation im Kalten Krieg. Kennedy reagiert entschieden auf die Bedrohung. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Ich erinnere mich deutlich daran, als ich mit meinen Eltern am Strand stand und wir am Horizont die grauen amerikanischen Schlachtschiffe sehen konnten. So nahe kamen sie uns. Auf jedem US-Luftwaffenstützpunkt stehen Flugzeuge aller Art bereit, um jegliche Aggression zu vergelten. Zunächst wird versucht, im UN-Sicherheitsrat eine diplomatische Lösung zu finden, in die auch die kubanische Regierung eingebunden sein soll. Doch trotz Kennedys Warnungen schickt Chruschtschow weiter Raketen per Schiff über den Atlantik mit vollem Einverständnis des kubanischen Führers. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction. Damals weiß niemand von der hitzigen Diskussion, die zur selben Zeit vor der kubanischen Küste geführt wird, an Bord eines sowjetischen U-Boots.
Ein amerikanischer Zerstörer ließ eine Wasserbombe in der Nähe eines russischen U-Bootes explodieren. Dadurch wurde dessen Funkverbindung mit Moskau lahmgelegt. Die Dienstvorschrift, die damals für den russischen Kommandanten galt, schrieb vor, das atombestückte Torpedo, das an Bord war, abzufeuern. Denn da sie direkt von einer feindlichen Waffe getroffen worden waren, musste er annehmen, der Krieg sei ausgebrochen. Der Kommandant musste eine extrem schwierige Entscheidung treffen. Sein Name ist Valentin Savitsky. Die Dienstvorschrift besagt, dass drei leitende Offiziere einstimmig für den Abschuss sein müssten. Der stellvertretende Kommandant jedoch stimmt gegen seinen Kapitän. Durch diese eine Gegenstimme ist wohl der Dritte Weltkrieg verhindert worden. Dieses entscheidende Detail der Kuba-Krise und der Name dieses Mannes werden erst 1998 öffentlich. Wassili Archipow. Der UN-Sicherheitsrat wird eiligst einberufen. Adlai Stevenson, der UN-Botschafter der USA, fordert eine klare Stellungnahme der Sowjetunion. Bestreiten Sie, Botschafter Sorin, dass die UdSSR Mittelstreckenraketen und Abschussrampen auf Kuba stationiert hat und weiter stationiert? Warten Sie nicht auf die Übersetzung. Ja oder nein? Aber die Diplomatie muss vor Geheimhaltung und Konfrontation kapitulieren. Sie bestreiten, dass sie existieren. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich bin bereit, auf meine Antwort zu warten, bis die Hölle zufriert, wenn Sie das wollen. Die Situation spitzt sich binnen weniger Tage im Oktober 1962 immer weiter zu. Die Kommandozentrale war in Redstone, Alabama, in den südlichen Appalachen. Mein Vater war weg, für einige Wochen. Später erzählte er mir, wir hatten die Codes und warteten auf den Abschussbefehl. Und wir alle waren überzeugt, dass es auch so kommen würde. Wir waren buchstäblich nur Minuten vom Drücken des Knopfes entfernt. Er sagte, alles, woran ich denken konnte, war, wie alle, du, deine Schwester und deine Mutter praktisch verdampfen. Wir alle mussten damit zurechtkommen. Es ist das Ende der Welt, wenn wir es machen. Mein Vater konnte erst 20 Jahre später überhaupt darüber reden. Chruschtschow weigert sich einzulenken, denn die Raketen hat er nach Kuba bringen lassen, um einer Bedrohung durch die USA zu begegnen. Diese hatten zuvor Atomraketen in Italien und in der Türkei nahe der sowjetischen Grenze stationiert. Es ist eine schwerwiegende Angelegenheit, die dem Sicherheitsrat vorliegt. Die Hoffnungen der Menschheit sind auf diesen Raum gerichtet. Hektisch wird auf offener Bühne und gleichzeitig in Geheimdiplomatie verhandelt und gestritten. Letztlich findet man in direkten Gesprächen zwischen dem Justizminister Robert Kennedy und dem Sowjetbotschafter Dobrynin die Lösung, die alle Staatschefs das Gesicht wahren lässt. Es ist historisch erwiesen, dass Castro damals Moskau zum Abfeuern der Raketen aufgefordert hat und in der Tat einen Atomkrieg starten wollte. Er war verrückt, absolut verrückt. Kennedy hat richtig auf die Kuba-Krise reagiert. Hätte er es nicht so getan, und das war ja gegen die Haltung vieler Militärs und ziviler Persönlichkeiten, so hätte das gut und gern im ersten Atomkrieg enden können. Und zugleich im letzten. Denn einmal angefangen, kann man ihn nicht mehr unter Kontrolle halten. Der Rückzug nach Moskau. Russische Schiffe stehlen sich aus kubanischen Häfen davon und haben die Raketen geladen, die die Sowjets unter dem Druck der neuen Welt abziehen. Die Medien stellen das Ergebnis als Kapitulation Chruschtschows dar. US-Flugzeuge und Beobachter haben 42 Raketen auf den Schiffen gezählt. Kennedys Gegenleistung in der Türkei wird eher ohne großes Aufsehen erfüllt. Der Deal war am Ende der. Wenn sie die Atomwaffen aus Kuba abziehen und den Kommunismus nicht weiter in der westlichen Hemisphäre verbreiten, dann ziehen wir unsere Mittelstreckenraketen aus der Türkei ab und können so wenigstens eine Weile miteinander auskommen. Das gefährlichste Pokerspiel, das die Geschichte bis dahin gesehen hatte, ist gerade noch einmal gut ausgegangen. Wie in vielen Gegenden der Welt mündet auch in Asien das Ende des Weltkriegs und der Zerfall der Kolonialreiche in Gewalt. So wie in Vietnam.
Von Moskau und Washington jeweils viele tausend Kilometer entfernt, gerät das kleine und arme Land in den Strudel der Weltpolitik und den Kampf der politischen Systeme. Amerika beginnt mit einem militärischen Hilfsprogramm mit Ausrüstung, Waffen und Know-how für den Süden. Die Russen und Chinesen unterstützen den Norden. August 1964. 20 Jahre lang befindet sich Vietnam schon im Krieg. Zunächst gegen die japanischen Besatzer, dann gegen die französische Kolonialherrschaft und schließlich gegen sich selbst. Die Vietcong traten in größerer Zahl auf als je zuvor. Als Regierungstruppen eine größere kommunistische Gruppe aushoben, formierten sich die Guerillas im Dschungel neu. Beide Seiten waren arme Länder ohne Waffenproduktion, hingen also stark von ihren Verbündeten ab. Der Süden vor allem von den Amerikanern und der kommunistische Norden von Rotchina und der Sowjetunion. Die US-Truppen sind noch nicht direkt in die Kämpfe verwickelt, aber ihre Kriegsschiffe patrouillieren vor der Küste. Der US-Botschafter in Vietnam, Henry Cabot Lodge, macht die Intention klar. Wenn Südvietnam dem Norden nicht standhält, befürchten viele in den USA einen Dominoeffekt, mit dem sich die kommunistische Expansion über Asien und darüber hinaus erstrecken könnte. Dann wird ein kleiner Zwischenfall im südchinesischen Meer zum Vorwand für den amerikanischen Kriegseintritt, den der US-Verteidigungsminister Robert McNamara rechtfertigt. Wir hatten auf dem Radar diese Boote entdeckt und dann auch gesichtet, wie sie steuerbord auf uns zukamen. Wir eröffneten das Feuer und schossen Torpedos ab. Dieser Tonkin-Zwischenfall wird als erster direkter Angriff der Nordvietnamesen auf die US-Streitkräfte dargestellt, da sich auch ein amerikanischer Flugzeugträger in der Nähe befindet. Für den Verteidigungsminister gibt es keinen Zweifel. Allerdings werden keine Bilder vom Zwischenfall freigegeben und die amerikanischen Schiffe sind unbeschädigt. In view of the unprovoked attacks, the deliberate attacks in international waters on U.S. naval forces, the United States has taken the precaution of moving substantial military reinforcements to Southeast Asia. Später erweist sich das Ganze als bewusste Falschdarstellung, aber sie liefert den USA den Grund, mit aller militärischen Stärke gegen die Nordvietnamesen vorzugehen. Auf See, an Land und in der Luft wird eine beeindruckende US-Militärmaschinerie zusammengezogen, die sich jeder Bedrohung stellen kann. 10 Jahre nach Korea ziehen die GIs nun erneut in den Krieg. Von ihrem 1,8 Hektar großen Flugdeck aus kann die Enterprise mehr Feuerkraft entfesseln als bei allen Luftschlägen des Zweiten Weltkrieges zusammen. Die Entscheidung, Truppen nach Vietnam zu schicken, war ein sehr schlechter Zug. Damit sahen sich die Kommunisten bestätigt, dass fremde Mächte in Südvietnam agieren. Und als der Krieg einmal begonnen hatte, kamen von beiden Seiten immer mehr Waffen ins Land. UN-Botschafter Adlai Stevenson beschreibt den amerikanischen Standpunkt in drastischen Worten. Wir sind in Südostasien, um unseren Freunden zu helfen, ihre Freiheit zu bewahren vor dem importierten Mordterror durch fremde Kräfte, gesteuert von nordvietnamesischen Kommunisten. Amerikanische Truppen vor dem Vormarsch gegen die Vietcong. Sky Raiders bereiten den Weg mit entsetzlichen Napalmbomben. Der Brennpunkt des Kalten Krieges wird immer heißer. Die Amerikaner verließen sich total auf ihre überlegene Feuerkraft. Sie gingen in den Dschungel wie zu einem großen Picknick.
und machten viel Lärm. Der Feind konnte ihr Rasierwasser und ihre Zigaretten meilenweit riechen und ihnen aus dem Weg. Die amerikanischen Opferzahlen steigen schnell. Die meisten Opfer jedoch sind Zivilisten, einfache Bauern und Dorfbewohner. Vietnamesische Zivilisten verlassen entmutigt ihr brennendes Zuhause. Unschuldige Opfer eines Konfliktes, den die meisten nicht verstehen. Ich habe die Tragödie und die Vergeudung des Krieges erlebt. Das wünscht man niemandem. Im Krieg gibt es immer sogenannte Kollateralschäden. Die Zivilisten, die Bauern, sie sind die Opfer des Krieges, weil sie sich nirgendwo verstecken und nirgendwohin flüchten können. Die nordvietnamesische Bevölkerung ist voller Wut und Hass auf die Amerikaner und lässt sich von den Vietcong anwerben. Neben Reis pflanzen die Bauern auch etwas weniger Genießbares an. Die amerikanischen Soldaten sollen von den scharfen Bambusstangen aufgespießt werden, wenn sie der Vietcong-Puppe ausweichen wollen. Schulunterricht muss inzwischen nachts stattfinden, um den Luftangriffen während des Tages zu entgehen. Der russische Kommentator dieser Bilder sagt, es sei hart für die Kinder, aber eines Tages werde ihr Land frei und glücklich sein. Der spätere Präsident Richard Nixon tönt, er glaube nicht daran, dass die Entschlossenheit der Nordvietnamesen ein ernsthaftes Problem darstelle. Doch mit der Zuversicht ist es bald vorbei. Das Neujahrsfest Tet ist der wichtigste Feiertag in Vietnam, der mit Blumen und Festessen begangen wird. Tet, das vietnamesische Neujahr, ist heilig in der vietnamesischen Kultur. Deshalb vereinbarten beide Seiten für diesen Tag einen Waffenstillstand. Aber er wurde gezielt missachtet. Das Neujahrsfest Ende Januar 1968 verläuft alles andere als friedlich. Eine blutige Schlacht tobt mitten in Saigon. Die Offensive der Vietcong trifft ins Herz des alliierten Hauptquartiers. Sie haben allen Amerikanern klargemacht, wie entschlossen sie ihre Fähigkeiten nutzen, zu infiltrieren und einen vernichtenden Guerillakrieg zu führen. Ich wurde in Saigon stationiert und diente tagsüber als stellvertretender Leitungsoffizier des Armeesenders AFN. Nachts war ich bei verdeckten Spezialeinsätzen unterwegs. Die Nordvietnamesen waren sehr diszipliniert und unerschütterlich dazu bereit, Hunderttausende junger Leute ihrer Idee einer Wiedervereinigung Vietnams zu opfern. Die Südvietnamesen waren reizende Leute, die sehr hart kämpften, wenn man sie trainierte und ihnen die entsprechenden Waffen gab. Sie wollten unbedingt ihr eigenes Land und nicht von China dominiert werden. 80.000 Nordvietnamesen greifen Ziele im ganzen Süden an. Aber diese noch Monate andauernde Tet-Offensive erweist sich auch für sie als Rückschlag. Denn im Verlauf der Kämpfe fallen 45.000 ihrer Soldaten. Allerdings können die überlegenen Amerikaner ebenfalls nicht gewinnen. Erneut ist die Not der Zivilisten erschütternd. Aber die Sympathie mit ihnen schwindet, als Tausende sogenannter Flüchtlinge unter dem Verdacht der Unterstützung der kommunistischen Sache verhaftet werden. Diese schreckliche Woche der Kämpfe forderte besonders viele Opfer. Die Alliierten haben 1500 Tote zu beklagen. Die Amerikaner müssen erkennen, dass der Vietnamkrieg keineswegs leicht zu gewinnen sein wird.
Zur gleichen Zeit, im Januar 1968, wehrt sich erneut ein osteuropäisches Land mutig gegen die Unterdrückung jenseits des Eisernen Vorhangs. Ich war ein kleines Kind und lebte in einem Prager Vorort, in einer ganz normalen Familie. Das Land hatte eine staatlich kontrollierte und zentral geplante Wirtschaft. Es gab Arbeitszwang. Wer länger als 3 Monate nicht arbeitete, konnte als Parasit der Gesellschaft ins Gefängnis gesteckt werden. Meine Eltern jedoch waren keine Kommunisten. In der Tschechoslowakei setzt sich ein neuer Parteiführer mit frischen Ideen durch. Der Slowake Alexander Dubček fordert die Hardliner heraus, siegt und setzt seine Reformen um. Er will einen freieren Markt, Freizügigkeit bei Wohnort und Reisen und leitet Schritte zu einem Mehrparteiensystem ein. Die Menschen in Prag müssen sich wie eine Nuss im Nussknacker gefühlt haben. Im Westen liegt Ostdeutschland, im Norden Polen und im Osten Russland, Hüter des traditionellen Sowjetkommunismus, der alle Hoffnungen auf ein modernes sozialistisches Leben zerstören könnte. Die Sowjets sind beunruhigt und bestellen Dubček ins Politbüro nach Moskau ein. Bei der Politbürositzung mit Herrn Dubček wird es sicher Auseinandersetzungen geben. Könnte es sein, dass er zurücktreten muss? Herr Dubček ist ein sehr aufrichtiger und ehrenwerter Mann. Wenn er etwas verspricht, hält er sein Wort. Die Hoffnungen des tschechoslowakischen Volkes ruhen auf seinen Schultern. Er nennt sein Programm Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Der Westen bezeichnet es als Prager Frühling. Doch die Sowjets ziehen bereits große Armeen an der tschechoslowakischen Grenze zusammen. Es war die größte militärische Operation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, also eine massive Truppenbewegung. Natürlich konnten die Sowjets einen solch gewaltigen Aufmarsch nicht geheim halten. Die Reform, die den Sowjets am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist die Freiheit der Presse. Im komplett abgeschirmten Tscherna haben die Russen durchgesetzt, dass das reformerische Element im tschechoslowakischen Kabinett zwangsweise entfernt und die Pressezensur wieder eingeführt wird. Nehmen wir einmal an, der russische Druck aus dem Politbüro ist so groß, dass Herr Dubček nachgibt und die Zensur wieder einführt. Wie sähe die Reaktion der tschechoslowakischen Journalisten aus? Nach mehr als 7 Monaten freier Presse würden Sie nicht wieder zu den alten Zeiten zurückkehren wollen, in denen Sie Ihre eigenen Meinungen nicht frei äußern durften? Europa hält den Atem an, während es sich an die Lektionen der jüngsten Geschichte erinnert. Es ist dieselbe unnachgiebige Haltung wie 1956 im Ungarn-Aufstand. Aber niemand wünscht sich ein neues Blutvergießen. Millionen im ganzen Ostblock versuchen verzweifelt, die Sowjets zu überzeugen, dass es möglich ist, nach demokratischen Prinzipien zu leben und zudem ein guter Kommunist zu sein. 8 Monate dauert der Prager Frühling. Plötzlich sahen wir Panzer am Ende der Straße und waren sehr aufgeregt. Wir schrien Panzer und fuhren mit den Beiwagen-Motorrädern an ihnen entlang. Ich werde nie vergessen, wie unsere Mutter uns am 21. August 1968 früh morgens weckte. Es war noch dunkel. Sie sagte, der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Sie weinte. Für mich als 10-Jährigen war das ein echter Schock. Über Nacht dringen etwa 2000 Panzer und mindestens 200.000 Mann in die Tschechoslowakei ein. Russische, polnische und ungarische Truppen führten eine kaltblütige Besetzung durch. Die tschechoslowakische Führung hat mehrfach zur Ruhe aufgerufen. Die Stimmung im Volk war düster und feindselig.
Ich erinnere mich, dass mein Vater die Nummern von Häusern abriss, die Identifikationsnummern, wer ist rot, wer ist blau, also Widerständler. Die Leute sollten die Straßenschilder und Hausnummern abmontieren, um die Besatzer zu verwirren. Demonstranten trugen eine Flagge, die vom Blut eines Patrioten befleckt war, in einer wachsenden Welle des Protests. Auf der ganzen Welt hat es Demonstrationen gegen den brutalen russischen Angriff gegeben. Der Widerstand, der, wie alle wissen, chancenlos ist, geht weiter. Fahrzeuge werden gegen Panzer geschoben, um sie in Brand zu setzen. Menschenmengen streiten mit den Besatzern, die verständnislos dreinschauen. Sie hielten sie für Verbündete, aber jede Abweichung wird von den Ketten der russischen Panzer zermalmt. Die Sowjets berufen sich auf die Brezhnev-Doktrin und ihr dort festgelegtes Recht zur Intervention, falls ein Land des Ostblocks sich auf den Kapitalismus zubewegen sollte. Die Situation ist angespannt und die Russen beginnen zu schießen. Einer Nation, die nach Freiheit griff, wird sie nun mit nackter Gewalt entrissen. Insgesamt 108 Tschechen und Slowaken werden getötet. Leider haben die Leute sehr schnell aufgegeben. Nach 2 Jahren war die Allgemeinheit schon wieder ganz auf Linie gebracht. Dubček wird in Moskau zur Rücknahme seiner Reformen gezwungen und im Jahr darauf entmachtet. Der Prager Frühling ist vorbei und die Tschechoslowakei gerät für weitere 20 Jahre unter die strenge Herrschaft der Sowjets. Während die kommunistischen Kräfte an vielen Fronten Gelände gewinnen, arbeiten die USA fieberhaft auf einen eigenen Sieg im Kalten Krieg hin. Beim Wettlauf ins All steht es bislang 3:0 für die Sowjetunion, nachdem sie den ersten Satelliten, das erste Tier und den ersten Menschen ins All gebracht hat. Die USA aber wollen den ersten Menschen auf den Mond bringen, koste es, was es wolle. Künftige Astronauten und der Journalist Warren Young bekommen einen Vorgeschmack auf die Schwerelosigkeit. Jeder dieser Parabelflüge dauert nur 15 Sekunden. Aber alle, die es erlebt haben, sagen, die Zeit dehne sich in der Schwerelosigkeit scheinbar aus und man lerne nach und nach, sich zu bewegen. Beim Wettlauf ins All spielte die Überlegenheit der Raketentechnik eine größere Rolle als das Betreten des Mondes. Der Forschungsaspekt war aufregend, aber zweifellos ist die Hauptanstrengung in die Entwicklung strategischer Raketen und entsprechender Waffensysteme geflossen. Im Sommer 1969 steht die Crew des geplanten ersten Mondfluges, bestehend aus Armstrong, Aldrin und Collins, bereit. Präsident Nixon preist die Unternehmung in höchsten Tönen. The journey of the astronauts is more than a technical achievement. It is a reaching out of the human spirit. What could bring home to us more the limitations of the human scale than the hauntingly beautiful picture of our Earth seen from the moon? When the first man stands on the moon, every American will stand taller because of what he has done. Am 20. Juli 1969 setzen tatsächlich zwei menschliche Wesen ihre Füße auf einen Felsen im Weltall. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President, this is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. I just can't tell you how proud we all are. For every American, this has to be the proudest day of our lives. Because of what you have done, the heavens
have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Ich kannte viele von den Jungs. Ich bin mit ihnen aufgewachsen und ich weiß, dass man ein besonderer Mensch sein muss, um sich so der Gefahr auszusetzen. Aber alle haben das getan, ob Kosmonauten oder Astronauten. Helden. Heroes. And now, the first man to set foot on the moon, Neil Armstrong. Die strategische Bedeutung der ersten Mondlandung für die USA kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Letztendlich liegt die USA im Wettlauf um die Erforschung des Weltalls vorne und kann ihren Triumph feiern. Als Meilenstein im Streben des Menschen und als Vorteil im Kalten Krieg. Die Vereinigten Staaten haben das vietnamesische Volk länger bekämpft als alle anderen zuvor in seiner Geschichte. September 1969. Der sowjetische Außenminister Andrei Gromyko antwortet vor den Vereinten Nationen auf Präsident Nixons neuerliche Aufforderung zu Friedensverhandlungen. Wir sind stolz darauf, dass die sowjetische Unterstützung dem freien Vietnam in seinem mühsamen und heldenhaften Kampf vielfach geholfen hat. 4 Jahre Krieg in Vietnam haben keine Lösung gebracht. Derzeit wird in Paris eine politische Lösung des Vietnam-Problems gesucht. Dass die Vereinigten Staaten am Konferenztisch das erreichen könnten, was ihre 500.000 Soldaten nicht geschafft haben, ist sehr unrealistisch. Weitere Gespräche mit den Nordvietnamesen fanden in Paris statt, aber ohne sinnvollen Dialog. Das Einzige, was beide Seiten wohl akzeptieren würden, wäre die faktische Kapitulation des Gegners. Wenn keine Supermächte auf beiden Seiten beteiligt gewesen wären, hätte es vielleicht nur Krieg im kleinen Maßstab gegeben. Weder die Verhandlungen noch die Kämpfe kommen voran. Im Sommer standen wir 2 Wochen in derselben Stellung. Es kostete womöglich 600 Opfer, bevor wir auch nur einen Zentimeter gewonnen hatten. We really only have 2 choices open to us if we want to end this war. I can order an immediate precipitate withdrawal of all Americans from Vietnam without regard to the effects of that action. Or we can persist in our search for a just peace. Die Hoffnungen auf einen Durchbruch ruhen auf dem erklärten Antikommunisten und neu gewählten Präsidenten Richard Nixon, der später dafür als erster US-Präsident sogar nach China reisen wird. Mr. Prime Minister, our two peoples tonight hold the future of the world in our hands. Nixons Definition eines gerechten Friedens setzt voraus, dass der Norden Südvietnam erlaubt, frei vom Kommunismus zu bleiben. Und er glaubt, es gebe nur einen Weg, diese Zusage zu bekommen. I ordered the bombing of North Vietnam and the mining of Haiphong. 3 Bomber warfen 60 Tonnen panzerbrechender Bomben ab, die zeitgleich in einem Gebiet von 1 mal 2 Kilometern aufschlugen. George McGovern, der demokratische Herausforderer von Nixon, äußert Zweifel. Mir scheint es irrational, dass in einer freien Gesellschaft der Präsident der Vereinigten Staaten ganz alleine in seinem Büro eine Entscheidung treffen kann, die den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, ohne sich auch nur einmal mit dem Kongress zu beraten. It is not the easy way. It is the right way. It is a plan which will end the war and serve the cause of peace, not just in Vietnam, but in the Pacific and in the world.
Im Zeitraum vom 26. Dezember bis 1. Januar haben US Air Force, Navy und Marine Corps mehr als 650 taktische Luftangriffe geflogen und die Air Force hatte 126 Einsätze von B-52-Bombern gegen militärische Ziele in Nordvietnam. Die Nordvietnamesen kämpfen jetzt nicht länger als Guerillas, sondern in Divisionsstärke. Die Landstraßen sind voller Lastwagen und Truppentransporter. Das sind logische Ziele. Momentan gibt es 48 davon ohne Luftabwehr, die von den B-52 ausgelöscht werden könnten. Aber Nixons Flächenbombardements treffen auch viele zivile Ziele. Amerikaner, die Kriegsgefangene waren und befreit wurden, schildern ihre Erlebnisse. Ich wurde gefangen genommen und habe als Kriegsgefangener gesehen, wie Gebiete bombardiert wurden, die keine militärischen Ziele darstellten. Zum Beispiel? Ein Krankenhaus und eine Schule. Die Bombardierungen lösen weltweit Proteste aus. Arthur Goldberg, der amerikanische UN-Botschafter, sorgt sich um das Ansehen der USA. Die Anschuldigungen von im Vietnamkrieg begangenen Gräueltaten belasten weltweit unseren Ruf. Aber vielleicht noch wichtiger als unser Image in der Welt ist das Gewissen des amerikanischen Volkes. Dieses Gewissen bringen besonders die Studenten im ganzen Land kraftvoll zum Ausdruck. Wir wollten dem Präsidenten so klar wie möglich machen, dass die derzeitige Unruhe an den Universitäten kein nebensächliches Problem ist. Wir haben die Nationale Studentenvereinigung offiziell aufgefordert, einen landesweiten Studentenstreik auszurufen. Die Regierung war darüber besorgt. Sie fanden weniger die politische Richtung bedrohlich. Vielmehr denke ich, die Leute fürchten einfach Unruhen und die Dinge, die passieren könnten. Ich erinnere mich an einen jungen Kollegen, mit dem ich in einer Einsatzgruppe in Washington arbeitete. Den haben sie bei Ausschreitungen aus dem Auto gezerrt, das Auto umgedreht und angezündet. Wir haben dann alle zusammengelegt, um ihm ein neues Auto zu kaufen. Now I understand that there has been and continues to be opposition to the war in Vietnam on the campuses and also in the nation. Under no circumstances will I be affected whatever by it. Es war eine verrückte Zeit. Das Land war im Hinblick auf Vietnam zerrissen. Ich weiß noch, wie eine Gruppe von 500 oder 1000 Studenten drauf und dran war, die Cooley Labs an der Universität Michigan zu zerlegen. Allerdings befand sich darin auch ein Atomreaktor. Da darf man nicht zulassen, dass Studenten einfach ein Labor mit einem Reaktor zerlegen. Die Spannungen nehmen zu. Auch Vietnam-Veteranen schließen sich den Protesten an. Besonders dramatisch ist die Situation an der Kent State University. Am 4. Mai 1970 eröffnet die Nationalgarde dort das Feuer. Dabei werden 9 Studenten verletzt. Einer bleibt querschnittsgelähmt. Und 4 sterben. When you do have a situation of a crowd throwing rocks and the National Guard is called in, that there is always the chance that it will escalate into the kind of a tragedy that happened at Kent State. Jeffrey Miller, Alison Krauss, William Schroeder und Sandra Schur heißen die Opfer. Sie waren 19 und 20 Jahre alt. 2 von ihnen hatten nicht einmal an den Protesten teilgenommen. I saw the pictures of those 4 youngsters in the Evening Star the day after that tragedy. And I vowed then that we were going to find methods that would be more effective to deal with these problems of violence. Der Krieg radikalisiert die Jugend und mobilisiert die Politik. Senator Edward Kennedy plädiert für ein Ende des Krieges. Zu viele sind schon gestorben.
Zu viele aus Massachusetts und aus euren Bundesstaaten. Zu viele unserer jungen Männer und zu viele von den anderen. Zu viele Kinder und zu viele Ältere. Es ist Zeit, den Krieg jetzt zu beenden. Diese Botschaft muss in jeder Ecke unseres Landes getragen werden. Nixon steht ohne jeden militärischen Erfolg da und sieht sich genötigt, Truppen abzuziehen. I have decided to reduce the authorized troop ceiling in Vietnam to 484,000 by December 15. In Vietnam ging 1970 der Truppenabzug weiter. Die südvietnamesische Armee wird künftig eine wichtigere Rolle übernehmen. Under the newly authorized troop ceiling, a minimum of 60,000 troops will have been withdrawn from Vietnam by December 15. American military leadership. Much of it from here at West Point has been superb. I am grateful that only a small number of this class has orders for Vietnam. Doch die massiven Bombardierungen und die internationalen Proteste dagegen dauern noch weitere drei lange Jahre an. Der Krieg scheint kein Ende zu nehmen. Alle Senatoren, fast ohne Ausnahme, versuchen Informationen zu bekommen, warum es dieses massive Bombardement gibt. Es ist eine inszenierte Lüge des Pentagon, die die Amerikaner dazu bringen soll, die Vietnamesen zu hassen. Schauspielerin Jane Fonda mobilisiert gegen den Krieg. Wir vertreten hier eine neue Antikriegsorganisation, the Indochina Peace Campaign. Wir wollen Druck auf die Nixon-Regierung ausüben, das 9-Punkte-Friedensabkommen zu unterschreiben. Nach über 30 Jahren sind mehr als 3 Millionen Menschen tot, verwundet oder vermisst. 56.000 tote Amerikaner, 500 Australier, 188.000 Südvietnamesen, 900.000 Nordvietnamesen, 2 Millionen tote oder verletzte Zivilisten. Anfang 1973 kommt es schließlich zu einer Einigung bei den Friedensgesprächen. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. This is the American Forces Vietnam Network. Das, worauf die Welt gewartet hat, ist da, das Ende der Kämpfe in Vietnam. Das Abkommen wird am Samstag unterzeichnet. Die amerikanischen Truppen kommen in den nächsten 60 Tagen nach Hause. Das war lange überfällig. Die Leute haben es alle satt und wollen nach Hause. In ihr Land, zu ihren Farmen. Es wird halten, denke ich. Die Vietnamesen sind ein starkes Volk und werden zusammenkommen. Es ist richtig, ihnen diese Chance zu geben. Ich bin froh für mich selbst, aber vor allem für die Kriegsgefangenen. Jetzt wird eine Weile Frieden herrschen. Ob es dabei bleibt, hängt von Ihnen selbst ab. Prophetische Worte. Schon 2 Jahre später wird all das schreckliche Leid in Vietnam als völlig sinnlos erscheinen.